Hey Leute, hier kommt ein mal anderes Video von meiner Seite aus. Es handelt sich hierbei um einen Zusammenschnitt von dem letzten Spiel, was ich gespielt habe vor Dark Souls 2, und zwar Darksiders. Es soll jetzt nicht so irgendwie die Handlung oder das Relevante irgendwie zusammengeschnitten sein, sondern eher so lustige Momente, ein paar Bosskämpfe, die Kill-Animationen zumindest, weil die sehr interessant waren. Und eben halt, ja, eigentlich nur was zum Lachen ist. Mehr im Prinzip ist es auch nicht. Das hat ein wenig Aufwand gekostet. Spaß gemacht hat es mir trotzdem irgendwie. Schaut es euch einfach mal an. Was haltet ihr davon? Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Darksiders. Und damit, hallo Leute, willkommen wieder zu einem neuen Spiel von mir. Hi Kosa, das bin ich. Mit C, nicht mit K. Manche denken, ich werde mit NK geschrieben. Nein, das ist nicht wahr. Wir spielen heute mal und noch ein paar andere Tage Darksiders. Sonst geht das Spiel nicht weiter. Wovor hast du Angst? Hey, Kollege! Kollege, wovor hast du Angst? Guck mal, ich bin Krieg. Ich bin toll. Hey, hey! Oh, hast mich jetzt runtergeschubst? Mann, 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 Mann. Wir verbessern uns halt täglich in anderen Sachen. Und er leidet kein Fahrschein. Er ist halt verdammt nochmal Krieg. Warum sollte er? Er muss herumkriegen. Aber mich kriegt er nicht. Haha. Kann ich hier runter? Das macht keinen Sinn. Ich bin. Ja. Okay. Nein, da gehen wir nicht runter, Leute. Da werden wir jetzt nicht runtergehen. Gehen wir mal hier lang. Das sieht nach dem richtigen Weg aus. Wuhu. Ah. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich zu fett bin, ja? Das wäre jetzt echt stolz. Hallo Leute! Das kam jetzt unerwartet. Ich soll einen Dämon namens Volgrim finden. Okay, dann machen wir das mal. Kann ich das Auto nehmen? Ja! Oh, da brauchst du gar was. Okay, sehr schön. Alles klar, gehen wir weiter. Ah! Hallo! Auf Wiedersehen! Gut. Hier! Bam! Bam! Au! Das war mein Gesicht. Das war nicht schön. Oh, ich habe gerade was gesehen. Warte mal. Ich dachte schon, die Bäume geben auch Seelen. Das ist nicht realistisch. Bäume haben sie. Außerhalb meiner. Hat das Gefängnis dich zu einem Feigling gemacht? Zu viel Chili. Vielleicht gibt es einen Lohn. Ich meine, so formal muss man nicht sein. Oh nein, die Untoten erwachen. Auf einem Friedhof? Kontrovers. Müssten jetzt alle gewesen sein. Ich sehe zumindest keinen mehr auf der Karte. Das muss der letzte von ihnen gewesen sein. Lass uns von hier verschwinden. Ja, danke. Kannst du jetzt bitte wieder verschwinden? Ja. Nein, ich meine nicht, danke. Endlich. Den Krieg gebrochen. Leute dachten uns, boah, der Typ, der ist geboren für den Krieg. Wenn wir ihn nicht Krieg nennen würden, das wäre eine bloße Frechheit. Gotteslästerung. Ekliges Etwas. Pokédex-Eintrag. Mit seinen Krallen kann er Statuen festhalten. Oder was sollte mir dieser Anblick etwas bringen? Nahkampf gehen kann, weil sonst würde ich mich die ganze Zeit nur selbst schaden. Und dann kann ich das machen. Gib mir mal deinen Kopf, den brauchst du eh nicht mehr. Ja, ist ja gut. Das ist wie ein Hahn, du. Der läuft auch noch ein paar Schritte. Okay. Ja, nun. Wie ihr seht, wir haben wieder unsere netten Damen hier, die gerne unsere Schwerter in die Hand nehmen. Das klang sehr dreckig. Und wir brauchen erstmal welche.
Du bist schwach. Bin ich nicht, okay? Okay. Ah, jetzt wird's nämlich unangenehm. Ja! Ich zeige es ihr! Zeig, was in dir steckt! Bam! Auch wenn ich keins brauche. Ah ja, mir ist auch beim letzten Mal auch was Interessantes eingefallen. Passt mal auf, Leute. Na, merkt ihr's? Solche Automaten für Münzen haben offenbar Seelen. Aber Bäume nicht. Ist klar. Gehen wir erstmal zusammen hier. Das wird jetzt lustig. Das wird schön. Komm, hier. Rostiges Auto, gib mir Seelen. Das geht ja wirklich. Alter. Wir holen uns noch den Vulkanposten hier. Ich hab jetzt. Spüre die Macht des Blitzautobahns. Lange hast du ihn ignoriert. Weil du nie deine Münzen eingeworfen hast, als du mal dich irgendwo hingestellt hast und parkst. Das kam jetzt alles wieder zurück. Also hier ist ein schicker Hebel, den können wir gut gebrauchen. Damit kommen wir leichter an Wege oder Zuwegen, die uns momentan verschmerzen. Ich weiß, ich bin sehr confused. Aber ihr müsst so sehen. Wahrscheinlich ist Darkseid auch zum Teil ein Rätselspiel. Man muss solche schwierigen Aufgaben lösen, um weiter voranzukommen. Ich habe dies gemeistert. Ich helfe euch gerne. Solltet ihr mal jeweils dieses Video schauen, um zu gucken, wie es weitergeht. Ihr habt ja nun die Lösung gehabt. Rotiert an den Dingen, mit das ihr so rotiert. Rotiert, so rotiert. Weisheit des Tages von Herr Groß. Weiter geht's! Was macht er da? Nein, 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 nein! Au! Wow. Wow. Ernsthaft? Ernsthaft? Weißt du, vielleicht mag dich deswegen keiner. So wie du mit Leuten umgehst. Die wollen nicht deine inneren Seelen oder was. Das war einfach ertragen. Das ist echt scheiße von dir. Nee. Jetzt bin ich kriegig und gebe dir eine Kriegsverletzung. Hast du verdient, Digga. Hast du verdient. Na gut, wenn's unbedingt sein muss. Oh, der hat mehr Rüstung an. Er ist gefährlicher. Der ist bestimmt aus einer reichen Familie. Er konnte sich eine Rüstung leisten. Bestimmt gespielt bei Demon Forge GmbH. Da holen ich auch immer meine Rüstung her. Seht euch nur meinen Arm an. Demon Forge GmbH. Weiter zu empfehlen. Weg die Kraft in dir. Scheiß auf Kellogg's Frosties. Ey, du brauchst nur Zorn. Aber ab. Verschwinde. Leute, lasst mich das machen. Ich bin Profi. Ich habe Führerschein. Führerschein zu töten. Also ein Totschein. Was soll der erzählen? Ja, lass meine Buddies in Ruhe. Ich meine, ich kenne sie erst vor kurzem. Aber sie sind mir sehr ans Herz gewachsen. Und ich teile mein Herz mit denen, weil sie selbst keinen wirklich haben. Sie sind immerhin nur Skelette. Sie werden nie verstehen, was ich fühlen werde. Kommt mir so vor, als ob ich irgendwie so ein wütender Hulk bin. Hulk hassen Skelette! Hulk hassen Fledermäuse! Hulk hassen Autos! Ah, nicht die Viecher! Jetzt bin ich ein verärgertes Kind. Ich will den nicht haben da! Der soll weggehen!
Au! Verdammt, das tat wirklich weh. Au! Au! Ab! So, da geht unser Steinbuddy davon. Wir können an sich weitergehen, aber nicht mehr in diesem Part. Oh hey, Dämon. Danke, dass du mir nicht meinen Part beenden lässt. Das bedeutet mir echt viel. Nur denn, unser Ziel ist immer noch Ultan zu finden. Schwarzer Schmied oder irgendwie sowas. Halt irgendwelche Waffen halt. Also er ist halt ein Waffenbauer. Alter, was zur Hölle? Jetzt eindruckend. Jetzt wichtig Krieg. Ah, keiner da. Unfair, unfair. Spielstopp. Ah, er ist natürlich schon fertig, oder wie? Ich muss mal den Wut rauslassen. So, jetzt kommen wir hier lang. Ah, ich kriege hier auch noch da hinten. Ich habe genug Ladung für alle, ich meine, was? Ah! Gehen wir mal rein in den Spaß. Es wird anscheinend viel mit Wasser sein, so wie es aussieht. Ich meine, wie komme ich darauf? Ich weiß es nicht. Ich meine, es gibt ja keine Anzeichen dafür, dass viel hier mit Wasser zu tun hat. Oh, sehen. Die einfach so hier sind und nichts weiteres ist. Cool. Finde ich toll. Wollte ich schon immer. Ich kann es ja jetzt gleich nachschauen, wenn ich will. Und natürlich kommt ein Dicker. Der Dicke, der ist nötig jetzt. Der muss sein. Der muss so sehr sein wie meine Gestalt. War! Legt sich hier mit den Falschen an, Kollege. Oh, er ist schon tot. Irgendwie ist es sehr gerade unzufrieden, dass ich nicht mein ganzes Potenzial einfach aus ihm ausgelassen habe. Na gut, wenn es unbedingt sein muss. Na, runter, runter, runter. Wo kommt die denn jetzt her? Ich habe eben von euch ein paar welche abgeschlachtet. Los, wir müssen ein paar Fische spawnen lassen. Das wird er schon nicht merken. Ich habe doch gesehen, wie ihr aus dem Nichts auf einmal kamt. Erzählt mir doch nichts. Deswegen tue ich's. Und jetzt erkläre ich auch wahrscheinlich gleich, warum das der Falcon Punch ist. Der Captain Falcon Punch. Hey Kids! Haben die mir alles kaputt gemacht. Drücken und halten Sie Y, während Sie ein Objekt verschieben, um es mit einem Tremorhieb schneller zu bewegen. Im Klartext, das schwierige Geschiebe hier können wir uns damit leichter machen. Hey Kids, hast ihr es, schwere Sachen zu schleppen? Nicht mit dem Falcon Punch! Falcon Punch! Der Falcon Punch bringt euch schneller zu euren Zielen? Oder das, was ihr bewegen wollt? Und da ist der Tor, verdammt. Holen Sie sich jetzt auf für ihn zu Hause einen Falcon Punch. Das sagen unsere zufriedenen Kunden. Krieg, was sagst du? Seitdem ich Falcon Punch benutze, fällt es mir nicht mehr so schwer. Ernsthaft? Fällt es nicht mehr so schwer? Jetzt greift die Scheiße! Sachen zu bewegen. Ich mag den Falcon Punch. Ich kann mir ein Leben ohne Falcon Punch nicht mehr vorstellen. Dankeschön, Krieg. Das müsste ja hoffentlich reichen. Rücken wir es noch zurecht. Hört sich zu anzustrengen. Krieg, nutzt den Falcon Punch! Das Ding ist runtergefallen. Ernsthaft. Hab ich was falsch gemacht? War ich zu weit links? Ach komm ey, das muss ich den ganzen Weg nochmal machen. Wie war denn euer Tag so? Ich habe heute mir was zu essen gemacht. Es nannte sich Brot. Auf dem Brot habe ich mir Salami drauf gemacht. Was mögt ihr denn für Salami? Ich für meinen Teil bevorzuge die ungarische. Weiß nicht. Also wenn ihr mich fragt, weil die ungerichte Salami, die hat so dieses gewisse Etwas. Ich mag es einfach so, den Geschmack. Es gibt nämlich viele Salamisorten, die einfach nur widerlich sind. Ich weiß nicht, wer daran wirklich großartig gefallen haben kann, aber ich hab's auf jeden Fall nicht. Das kannst du vielleicht mal essen, aber selbst dann denkst du nur so,
Ach, hättest du mal was anderes gegessen als diese Salami. Weil dadurch ist dieses Brot ja einfach dann jetzt weg. Und mehr oder weniger verschwendet. Klar, ihr könnt jetzt sagen, hey, nehmt doch einfach das wieder runter. Aber der Geschmack, der klebt dann einfach und haftet an diesem Brot. Ich versuche gerade einen Vergleich mir auszudenken, aber mir fällt gerade keiner ein dazu. Ja, halt so wie halt ein Ei und eine Zwiebel, ne? Das Ei riecht dann nach einer Zwiebel. Glaube ich, war da so. So, da jetzt wieder rüber. Falcon Punch! Da hat's jetzt geklappt. Ich glaube wirklich, ich war zu weit links. Falcon Punch! Hm. Moment. Nee, weg. Also, nach dem Salami-Brot, also. Das ist falsch. Hab ich noch Frischkäse gegessen? Was mögt ihr denn so für Frischkäse? Ich für meinen Teil nehme gerne Almette. Almette wird allerdings sehr oft sehr schnell schlecht. So schlecht wie dieses Rätsel, weil ich es nicht verstehe. Ich schaff's manchmal nicht, die ganze Almette leer zu bekommen. Hab auch keinen zweiten Fresser hier. Ist manchmal doch etwas ärgerlich. Seid ihr eigentlich auch welche, die gerne Nutella drauf machen? Ich meine, ich hab das eine Zeit lang gemacht. Irgendwann war es mir zu viel. Das ist Nutella, nicht Brot. Brot ist irgendwie nie zu viel. Da fällt mir gerade was ein. Kennt ihr eventuell solche schwachsinnigen Statistiken? Das essen die Deutschen am liebsten. Oder trinken war auch eine ganz geniale Sache. Gab es dann so Sachen wie Eistee oder eben Bier. Und ratet mal, was auf Platz 1 ist. Wasser. Fucking Wasser. Ja, wir laufen mal umher. Wir fragen mal welche. Hey, was trinken Sie? Ich glaube, Sie würden am liebsten Wasser trinken. Glaubt ihr wirklich, da würde einer jemals Ja sagen? Ernsthaft? Ich meine, die haben das nur aus Statistiken ausgenommen und sagen, das trinken die Deutschen am liebsten. Nee, das trinken sie nicht. Das tun sie halt, um eben den Durst zu stillen. Das heißt aber nicht, dass sie es am liebsten trinken. So, wie kriege ich das jetzt dahin drüber? Um mal beim Wesentlichen zu bleiben. Das gleiche ist natürlich dann wahrscheinlich auch, wenn sie in der Statistik machen, was essen die Deutschen am liebsten? Und es kommt am Ende Brot raus. Ja, was? Schön aus der Statistik rausgelesen. Warte mal. Oh. Ich habe vergessen, das Ding immer hochzumachen. Falcon Punch! Woo! Jetzt klappt's. Oh mein Gott. Das war so dämlich. Ah, Tatsache. Diese Kackviecher! Warte mal. Ach, da ist er! Ah, bleib stehen! Ich hasse mein Leben. Bleib stehen, Kugel! Das ist nicht witzig, Leute. Das ist nicht witzig. Das kratzt an Mobbing. Da ist sie nämlich, die Quälerin. Diesmal quälen wir sie aber. Oh Gott, ich mach Laser. Laser! 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 Ha! Hahaha! Wie ein ungezogenes Kind, ich mach's trotzdem immer wieder, obwohl's weh tut. Au. Ja. Ah, hat schon gereicht. Ich zeige es ihr. Ist dir das nicht gefallen? Das ist schön. Au.
Welcome Punch! Ah, hier, wieder so ein großer. Hi! Ich meine, hallo, Digga! Au, au, au! Au! Was ist nur los mit mir? Natürlich, fall runter, fall runter! So, wo ist der andere? Hallo? Ach, jetzt hab ich's doch gerade weggeworfen! Das Ascheland. Oh. Wurmi, du bist gewachsen. Oh, guck mal, da arbeiten ja doch ein paar Leute. Ich sehe schon die Arbeit nicht, die Faulenzen. Hey, ihr da drüben. Hier ist der Kontrolleur. Ich soll nachschauen, ob ihr auch eure Arbeit nachgeht. Ich habe festgestellt, ihr verschwendet wertvolle Arbeitszeit. Nicht unter meiner Aufsicht. Lauf so weit. Wie sagt man's? Ja, festen Boden habe. Ach komm, sicher. Der lebt doch! Der Level! Das sieht aus wie ein Motor. Drehen wir einfach mal rum. Was soll schon passieren? Oh, es bleibt stehen. Jetzt können wir ja mal gucken, wo die hinbohren. Gehen wir doch mal einfach da rein. Was soll schon... Ich bin im Wasser. Die verschmutzen das Wasser. Das sind wirklich Dämonen. Nachdem wir einen langen Gang gelaufen sind, erwartet uns jetzt eine Aussicht. Boah! Das war der lange Gang wert! Mein Gott, ist das schön. Oh, hey! Willst du auch die Aussicht genießen? Das ist meine Aussicht. Ich teile ungern. Au, oh, was? Das war unfair. Du kämpfst gut. Was zur Hölle? Seht nur, wie er sich duckt. Alter! Ich glaube, wir sind hier sogar beim Finale angekommen. Also holen wir unser Pferd. Ich bin auf dem Pferd drauf. Die Szene ist nicht richtig. Hey. Ja, wie gesagt, ich bin auf dem Pferd drauf und da möchte ich auch gern drauf bleiben. Das ist also der Stygia. Ja, wie gesagt, ich bin immer noch auf dem Pferd drauf. Die Szene ist nicht detailgetreu. Nicht fair. Spielstopp. Was hast du getan? Oh, ihr wollt mich jetzt verarschen! Hä, was? Hab ich mich jetzt echt erwischt? Ah. Läuft gerade nicht so prickelnd. Ah. Oh Gott, aber ich habe den wiederbelebt. So. Ich konnte schon gut Schaden anrichten. Alter! Ich konnte das mal besser! Ah, Alter! Oh, das war's schon. Anscheinend. Cool, cool, cool. Sag ich nichts dagegen. Oh Gott, ich wollte schon sagen. Krieg? Du machst das, oder? Oh. 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 Oh, das war eine Menge Blut. Ist doch ziemlich ruhig.
keiner mehr, der irgendwie uns Hallo sagen will. Wir sind wohl nicht so cool, wie wir dachten. Und keiner mehr, der uns irgendwie verfolgt oder sonst irgendwas. Schade. Ich bin Krieg. Hallo. Ey, dass ihr mich ignoriert, ist voll doof. Sieg und Sieg! Boom! Ist es jetzt tot? Kann ich es looten? Was hat es mich fallen gelassen? Was bist du? Ey, spawn dich und hau gleich wieder ab. Was ist das? Runter mit dir! Runter, hab ich gesagt! Runter! Au, das hat weh. Irgendwo muss es doch sein. Ach, da. Das kann ich euch schon mal sagen. Oh, wir sind schon mal hier. Das ist doch was. Ich bin ein Roboter. Ich bin ein Roboter. Nein. Diese Tore für die Portale. Die Strahlen. Leite die Strahlen um. Ja, ja gut. Mach ich ja gleich. Die Strahlen. Leite die Strahlen um. Da legt es drauf an, dass die ich die Strahlen. Wow, Alter. Leite die Strahlen um. Wow. Wow. Okay. Alles gut. Alles gut. Mit den Fledermäusen fallen. Und ich könnte runterfallen. Guck mal, das sind Seelen. Hallo. Ich ruf mal tot an. Vielleicht nehmt ihr euch ja mit. Ja! Haben wir dran. Jetzt hauen wir da drauf. Ja, das sieht aus wie so ein kleiner Bube. Jetzt werde ich mich rächen für das, was du mir angetan hast. Ja, ja. Und schon können wir Blatt machen. Sehr schön. Gib mir mal deine Kette. Au. Ach, wie damals in der Schule. Oh, das tut aber weh. Oh, jetzt kann ich ihn schon töten. Das ist doch gut. Wie ein Hahn wird er jetzt herumlaufen. So. 8000 schon wieder. Muss ich mal ausgeben irgendwann mal. Wir trainieren am besten erstmal bei der Kurve. Da kann ja nie was schief gehen. Oh hey, das bringt gefühlt gar nichts. Cool. Was? Ich warte drauf. Jetzt, geht doch. Meine Fresse. Dein Auge ist ein Schwachpunkt, Traga. Ich rede den dritten Pass hoch an mir. Weil ich bin Traga. Du bist ein ganz toller. Hocker, Chaka. Wie weiche ich die Attacke eigentlich aus? Oh, das war's schon. Mensch, der Kampf war ja relativ simpel. Oh, das zweite Auge. Das muss wehtun. Was? Au. Das sieht, au. Okay. Passt. Den Kopf brauchst du eh nicht, weil du redest ja eh wie so starker Proteine. Wie gesagt. Bloß halt wesentlich simpler und... Die letzte Schlacht steht dir also bevor. Es ist klug von dir, die Hilfe des alten Vulgrim in Anspruch zu nehmen. Vulgrim hat Stimmbruch. Wiedersehen. Was zur Hölle? Die Scheiße da! Greif!
Warte mal, vielleicht hätte ich doch mit Ruin. Charge! Ja, so ungefähr. Charge hat nichts gebracht. Wanda! Uriel und bisschen Wanda. Ah, was ist das? Geht weg. Hörst du auf? Nee. Was war denn das denn für ein Zaubertrick? Dein Ende ist nah. Kann ich nicht einfach an euch vorbei? Ich frag mich immer noch, warum ihr auf mich losgeht. Uriel habe ich doch schon bekämpft und für so. Das Licht. Kämpft ihr nicht an der Seite von Uriel oder so? Ihr nervt. Lasst mich in Ruhe. Nein. Haut ab. Ich will nicht mit euch spielen. Ihr seid nicht meine... Au, Freunde. Ich bin in der Schattenwelt. Ihr könnt mich nicht sehen. Ich möchte einfach nur die Bruchstücke einsammeln. Ist das so viel verlangt? Ich möchte einmal in meinem Leben jetzt gerade kein Krieg. Ist das so viel verlangt? Wohlgrim. Erscheine! Warum? Habe ich jetzt nicht verstanden. Egal. Das ist es. Das letzte Teil dieser verfluchten Klinge. Und jetzt sollten wir zu Ultan gehen, um die Sache zu Ende zu bringen. Roddy, ohne dich hätte ich das jetzt nicht gewusst. Okay? Danke. Danke für die Info. Du hast mich hell erleuchtet. Ah, ich hasse den Typen. Ah, okay. Was haben wir denn da? Bist du bereit? Wir wollen Abaddon doch nicht warten lassen. Deswegen gehe ich doch gerade dahin. Mann. Der Kerl kann echt nerven. Was machst du da, Ruin? Wir hatten die Möglichkeit. Links. Immer schön drauf halten auf dem Bau. Das mag der Abaddon zu sehr. Ui. Gib auf! Ich bin dir überlegen. Du bist mein Drache, aber ich bin Krieg. Und Krieg mag es nicht. Jetzt! Ha! Okay, B drücken wie ein Bekloppter. Kann ich gut. War anscheinend gut, was ich da gemacht habe. Ich bin überlegen. Ah ja. Was Hässliches. Oh, hey, das sind aber große Steine, du. Hast du die gesammelt? Mischt auch vielleicht solche Steine. Ui. Ich bin Krieg. Ich bin zwar nicht dein Tod. Nein, so heißt mein Bruder. Aber ich bin sowas in der Art. Ich habe es nicht vergessen. Ja! Du wusstest. Jedenfalls, das war Darksiders, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, für dieses Projekt, für die wenigen, die das hier schauen. Und würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten großen Sache, wenn ich da soweit bin. Aber bis dahin sage ich, macht's gut. Ich hoffe, ich konnte euch unterhalten und auf Wiedersehen. Euer Ikosa. Bap.